In Nordhorn ist Frühling, Zeit für Spaziergänge und natürlich auch draußen Kunst zu erkunden. Hier bin ich gerade in der Nähe der Städtischen Galerie Nordhorn im Kulturzentrum Alte Weberei und direkt ganz nah dabei ist auch ein Kunstwerk, das tatsächlich ein bisschen versteckt liegt und da will ich jetzt mal vorbeischauen. Ja, die ersten Blätter sind schon draußen. Und das bedeutet, dass normalerweise das Gestrüpp dann irgendwann so dicht ist, dass man eigentlich überhaupt nichts mehr von dem Wasser sieht. Aber es gibt Hinweise auf Kunstwerke. Da sehen wir ihn schon. Das sind diese blauen Punkte. Und da kann man es auch schon erkennen. Genau, um dieses Werk geht es. Olaf Christopher Jensen. Das Werk heißt Lingaphon aus dem Jahre 2010. Im Moment findet hier in der Stadt so etwas wie Frühjahrsputz statt. Büsche und Bäume werden zurückgeschnitten. Und auch hier kann man tatsächlich mal im Moment in diese Grünanlage hineinlaufen, wo normalerweise undurchdringliches Dickicht ist. Ja, und da ist es auch schon. Hat auch mal einen Frühjahrsputz nötig, würde ich sagen. Ja, ein etwa 3 Meter hohes Gebilde aus Metall, weiß lackiert. Und ein bisschen sieht es aus wie ein Scherenschnitt. Es ist also eigentlich flach mit einem ausgeschnittenen Muster, ganz geometrisch. Und was man jetzt auch sehr schön sehen kann, gerade bei diesem Wetter, es spiegelt sich im Wasser. Also eigentlich sieht man es zweimal. Ja, vielleicht ist die erste Frage, die man sich bei so einem Kunstwerk stellen könnte, wieso steht das eigentlich so ganz versteckt hier? Wir kennen ja Kunstwerke im öffentlichen Raum, die vielleicht ganz wichtige Personen darstellen oder ein wichtiges Ereignis, die eben auf großen Plätzen stehen, wo ganz viele Leute vorbeikommen. Und hier ist das so, dass man es eigentlich vielleicht sogar nur ganz zufällig entdeckt. Oder eben in seinem Garten sitzt und das Ganze so ein bisschen ein privates Kunstwerk ist. Wieso kommt ein Künstler auf so eine Idee? Olaf Christopher Jensen, Jahrgang 1954, ist ein norwegischer Künstler und hauptsächlich bekannt geworden als Maler. Also der größte Teil seines künstlerischen Werks ist Malerei. Er hat aber immer auch Skulpturen gemacht. Und wenn man sich dieses Werk nun anguckt, es ist zwar schon kein ganz kleines Objekt, aber es ist eben nicht monumental. Ich stehe hier auf einer Anhöhe über dem Wasser und eigentlich bin ich mit dem Werk auf Augenhöhe. Es steht nicht auf einem Sockel ganz furchterregend und macht die Betrachter klein, sondern ja, man ist auf Du und Du mit diesem Objekt, das durch seine leicht rundlichen Formen irgendwie auch sympathisch ist. Es ist ein bisschen wie ein Gesicht. Es ist aber eben auch keine frei gezeichnete Form, sondern das hat durchaus etwas Technisches. Es ist ganz regelmäßig, es ist geometrisch und es ist dadurch auch ein Gegensatz zu der Natur, die sich hier rundherum immer breiter macht. Der Kanal ist zwar kein natürlicher Fluss, er ist auch gerade angelegt, aber die Natur holt es sich zurück. Die Pflanzen wachsen im Wasser rundherum und am Ufer, die Bäume werden immer größer. Auch die Algen holen sich das Objekt langsam ein bisschen zurück und trotzdem steht es da gerade und aufrecht wie ein Scherenschnitt, ein bisschen wie ein Fremdkörper, aber doch irgendwie sympathisch und nicht aggressiv. Wie gesagt, wir sind hier eigentlich mitten in der Stadt und doch hat man das Gefühl, auch in der Natur zu sein und diese besondere enge Verbindung zwischen Natur, Stadt und Architektur, die spiegelt sich auch in der Idee für ein solches Werk wider. Und das macht irgendwie auch die Besonderheit dieses Ortes aus.